Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Livestream vom Hotel Spider. Moin moin, grüezi zusammen. Wir haben ein spannendes Thema vorbereitet heute Morgen. Mit dabei natürlich Marco zur Unterstützung. Und jetzt habe ich immer noch ein Problem mit meinen Bildschirmen, sorry. Ich versuche gerade Marco dazu zu nehmen. Und Marco ist dabei. Und Roland Scheck, Professor an der HSSO. Schönen guten Morgen zusammen. Hallo. Guten Morgen. Morgen. Wir wollen heute das Thema sich veränderndes Buchungsverhalten bei unseren Hotelgästen besprechen. Das ist grundsätzlich die Thematik. Bevor wir einsteigen, Marco kennen eigentlich alle schon, mich auch. Roland, magst du ganz kurz vielleicht dich vorstellen, sagen, wer du bist und was du machst? Ja, ich bin Roland Scheck. Ich arbeite seit 15 Jahren an der Fachhochschule Westschweiz im Wallis, im Institut für Tourismus, und beschäftige mich seit über 20 Jahren mit den Themen Hotelvertrieb, Digitalisierung in der Hotellerie und ähnlichen Themen. Super, vielen Dank. Wie immer, wir sind live. Wir haben einen Experten dabei aus der akademischen Seite und Marco und mich aus der praktischen Seite. Stellt eure Fragen, postet die gerne als Kommentare auf entweder LinkedIn oder auf Facebook, und wir werden versuchen, die reinzunehmen. Also diskutiert mit, stellt eure Fragen und lasst uns wissen, was für euch spannend ist, aber natürlich auch, wo ihr einverstanden seid, wo ihr findet, wir erzählen Blödsinn. Wir wollen vom Thema her so ein bisschen in die Richtung gehen, wo alle machen. Wir sprechen über zu einem großen Teil künstliche Intelligenz. Das ist im Moment so der Trend. Ganz, ganz viele Themen werden besprochen. Wir wollen da aber wirklich eine ganz spezielle Perspektive nehmen und wollen uns über das Gästeverhalten und die Suche ganz spezifisch im Hotelbereich fokussieren. Die Hotelsuche ist eigentlich nichts Neues, die künstliche Intelligenz. Also jetzt gerade Plattformen wie die großen OTAs nutzen natürlich seit Jahren sehr intelligente Algorithmen, um die besten Produkte darzustellen. Also sogenannte kurative, darstellende AIs werden natürlich in unserer Industrie schon seit Langem eigentlich verwendet. Wir haben jetzt diese Bewegung weiter zur generativen Intelligenz. Wir haben aber auch den Trend zu, sagen wir mal, Sprachsuche, die immer mehr aufkommt, natürlich auch ganz klar durch diese Large Language Model, diese neue Art von AI gesteuert und mehr verbreitet. Ganz oft bei solchen Technologieveränderungen, wir haben es gerade im Bereich E-Commerce, haben wir es natürlich gesehen, in der Hotellerie, da machen die ganz Großen mit den großen Budgets, die OTAs sind die Vorreiter. Und ich denke, da ist es wichtig, auch als unabhängiger Hotelier, als Independent Property, sich schon mal Gedanken drüber zu machen, wie kann ich denn auf diesen Zug aufsteigen, wie kann ich sicherstellen, dass ich den nicht verpasse. Und da wollen wir ein bisschen anfangen, ein bisschen drüber diskutieren. Roland hat gerade vorher noch eine ganz interessante Studie mit uns geteilt. Ich nehme die mal ganz kurz auf den Bildschirm. Roland, magst du uns ganz, ganz kurz erklären, was ihr gemacht habt? Ja, also es ist im Rahmen einer Masterarbeit mit einer Studentin der Fachhochschule Westschweiz, und sie hatte das Thema Adoption von KI in der europäischen Hotellerie. Und wir konnten mit Unterstützung von verschiedenen Verbänden, das heißt aus dem Verband aus der Schweiz, Hotellerie Suisse, aus Deutschland, Österreich und auch mit griechischen Kollegen, eine Umfrage erstellen, wo wir dann auch 1100 Antworten hatten insgesamt. Und es ging ein bisschen darum zu schauen, okay, was wird schon gemacht? Was sind die Faktoren, die die Adoption von künstlicher Intelligenz in der Hotellerie beeinflussen? Was ist die Wahrnehmung generell zum Thema? Wo werden die Hürden gesehen? Und die Grafik, die du jetzt gerade vorher gezeigt hast, sind die Resultate für die Dachregion, das heißt Deutschland, Österreich und die Schweiz, wo man ein bisschen sieht, welche Themen eigentlich schon relativ Mainstream sind. Es geht um Predictive Analytics, es geht um die Analyse von Online-Customer-Reviews, einfach auch damit zu tun, dass viele Hotels arbeiten heute schon mit Akteuren wie TrustYou, Revenate, Customer Alliance, die halt schon solche Algorithmen schon lange mit drin haben. Aber es gibt andere Technologien hier, im Chatbot, virtuelle Assistenten, die sind ein bisschen weniger verbreitet.
die aber für Suchverhalten dann der Kunden wahrscheinlich wichtig werden in der Zukunft. Aber wir sehen, wir haben Technologien, die relativ wenig verbreitet sind, andere, die schon relativ große Verbreitung haben, aber eben durch die Technologieprovider im Prinzip gepusht worden sind. Okay, also wir sehen hier auch für die Hotellerie ist es nicht was komplett Neues, die Thematik, aber es sind im Prinzip Algorithmen, wo einfach ganz klare Regeln vorgelegt werden. Wir haben technologiemäßig natürlich jetzt eine Veränderung mit diesen Large Language Models, aber es ist nichts komplett Neues. Wir arbeiten schon mit verschiedensten Technologien. Ich denke, was jetzt spannend ist, so ein bisschen zu schauen, was ist da der Einfluss? Wir haben gesprochen von Pricing, Definition von Preisen etc. Lass uns doch nochmal zurückgehen zu dieser Such- und Buchphase vom Gast und ein bisschen schauen, wie sieht das heute aus, was wird heute gemacht und dann im zweiten Teil ein bisschen zu diskutieren, wo könnten dann diese verschiedensten neuen Tools im Prinzip das Gastverhalten verändern. Du hast auch da wieder ganz tolle Informationen, Statistiken mitgebracht. Ich fange mal hier mit der ersten an, einfach ganz generell zum Trend bei Buchungen, was gesehen wird. Lass uns doch da mal kurz anfangen. Was ist die heutige Situation? Wie buchen Gäste heute? Und dann schauen wir weiter, wie könnte sich das weiterentwickeln in den kommenden Jahren? Das ist ein Auszug aus einer Studie von Focusrite, das sind Zahlen aus den USA, aber die kann man sicherlich eben auch übertragen auf Europa. Einfach aufzeigen auf Ebene der OTAs, wie groß der Anteil ist der Buchungen, die direkt über ein Smartphone in dem Sinne realisiert werden. Und wir sehen hier, dass 2024, das heißt nächstes Jahr, in den USA 50% aller Buchungen über Mobile realisiert werden. Und ich denke, das ist schon wichtig, das im Kopf zu behalten, weil schlussendlich das... Man muss seine eigenen Kanäle und seine eigenen Tools eben auch auf diesen Trend anpassen. Und wenn die eigene Buchungsmaschine nicht mobilfähig ist, dann hat man ein Problem. Das ist die mobile Seite. Da ist natürlich auch ganz klar zu sagen, wir sprechen hier von Buchen, die abgeschlossen sind. Also da ist natürlich auch gut möglich, dass der Gast eher in Limitationen auf der Technologieseite reinläuft und wegen dem dann auf dem Desktop bucht. Das ist immer die Diskussion hier, die, denke ich, ganz spannend ist. Bei der Suche sind, glaube ich, die Zahlen von den Studien, die ich gesehen habe, sogar noch höher, wenn es einfach um Suchverhalten geht. Marco, Thema mobile Suchung, was kommen da bei dir für Punkte hoch? Für mich ist es hauptsächlich, wenn man über Handy redet, redet man direkt über die Person. Deine Handy ist heute eigentlich die Verlängerung von deiner eigenen Person für viele Leute. Vor allem je jünger die Leute werden, desto mehr arbeiten die mit Handy. Deshalb gehen auch alle großen Portalen total auf App. Man ist in eine geschlossene Umgebung, ist dort vorher schon dran gewöhnt, mit dieser App zu arbeiten. Und obwohl es vielleicht in Europa etwas dahinter laufen, wenn man Richtung Asien geht, die machen alles über Handy. Alles ist Handy und alles ist mobile. Das heißt, auch wenn man von dort Gäste haben möchte, muss man schauen, dass man seine Buchungsstrecke Handy first, mobile first hat. Ja, und dann kommt natürlich auch gleich der Gedanke von dem Voice. Da kommen wir sicher nachher noch drauf zu sprechen. Mobil, wie steuere ich das Mobilgerät? Wir hatten dann noch ein paar andere Statistiken, wenn es eben genau um diese Informationsquelle, um die Suche geht. Da ist, glaube ich, mobil auch drauf, zumindest in Form der App. Wo geht es hier darum, wenn es um Such- und Reiseverhalten die Kanäle geht, Roland? Ja, das ist eine Grafik, das ist eine Studie, die wir 2022 gemacht haben. Das war eine Online-Befragung von Menschen in Frankreich, Deutschland und der Schweiz. Rund 1000 Leute, die geantwortet haben. Eben, wo es zuerst mal darum ging, wo sucht ihr Informationen, wenn ihr reist, oder? Und das ist doch ganz klar, und das ist auch keine Überraschung, dass das Internet sicherlich die Hauptquelle ist. Auch die Website der Destination spielt hier eine Rolle. Und dann aber auch sehr schnell, wie ihr seht, der Buchungskanäle, also Buchungsportale wie Booking, TripAdvisor, die hier wichtig sind, auch schon in der Informationsphase neben Freunden und Familie.
Und dann hattest du, glaube ich, von der gleichen Studie dann auch die Zahlen zum effektiven Buchungskanal, wo natürlich diese Trends auch wieder sehr, sehr, sehr klar rauskommen. Genau, eben. Also wir sehen hier im Prinzip, dass die zwei wichtigen Kanäle sind die Online-Reiseportale, eben ja 44%, und dann direkt bei der Unterkunft. Oder? Das heißt, die ganzen anderen Intermediäre, wie Reisebüros, Tourismusorganisationen vor Ort, 2%, das spielen eigentlich nur noch eine Nischenrolle schlussendlich. Oder? Also der Kampf ist in dem Sinne ein bisschen zwischen direkt und den Portalen schlussendlich. Ja, wobei wir da auch heute noch sehen, das ist ein Nachbarland, das heißt fast die gleiche Kultur. Das macht es natürlich auch einfacher, sich da zu trauen, alleine rumzureisen. Wenn etwas schief geht, bin ich gleich wieder zurück in mein eigenes Land, wo ich mich dann auch noch sicherer fühle. Wenn ich ein bisschen exotischer reisen würde, kann es sein, dass das Verhältnis von Reisebüros heute noch höher ist. Oder hast du da andere Zahlen dazu? Ja, ich habe da Zahlen aus Österreich, aus einer Kundenumfrage. Und da hat man ganz klar gesehen, je weiter der Gast weg ist vom Herkunftsland, desto eher ist der Trend zur Buchung über das Portal. Oder? Weil man weiß nicht, wie die Hotels funktionieren. Man hat vielleicht nicht das Vertrauen, die Nähe, die Sprache auch. Da ist dann doch klar, ich kenne Booking, ich kenne Expedia, ich habe eine gewisse Erfahrung gemacht. Und da buche ich halt eher über diese Portale, und das bei dem asiatischen Gast noch viel mehr der Fall. Also die werden, also ich meine, außer in ganz spezifischen Fällen werden sie vielleicht aufs Hotel gehen, wenn sie irgendwas ganz Spezifisches suchen. Aber wenn es ein klassisches Suchverhalten ist für ein Hotel in einer Destination, dann geht es über das Portal. Also es ist sehr schwierig, die Leute direkt abzuholen. Okay, aber wir sehen sehr, sehr, sehr vieles läuft online. Die OTAs sind in diesen Elementen neben dem Direktbuchen auch wahnsinnig dominant. Das heißt, auch wahnsinnig viele Impulse werden jetzt auch bei diesem Trend natürlich wieder von den Großen ausgehen. Was ich dann auch ganz spannend gefunden habe, die Zahlen zu den Veränderungen, also die Altersunterschiede, weil wir haben natürlich da auch einen riesen Generationengap, wo wir heute immer mehr Digital Natives haben, die in die Arbeitswelt reinkommen, mehr reisen, mehr unterwegs sind, auch mehr Unabhängigkeit kriegen, und es wird ja nur noch extremer mit den nächsten Generationen. Das habe ich einen ganz spannenden Trend gefunden. Ich nehme mal noch diese Slide mit dazu, glaube ich, hier jetzt aus der Schweiz. Was sehen wir hier, Roland? Also gut, hier geht es jetzt um die Buchungskanäle in den Schweizer Hotels. Und ich habe ja die Studien gemacht seit 2002. Wir sehen jetzt hier einfach die letzte Entwicklung zwischen 2015 und 2022. Man sieht in grüner Farbe die direkten Kanäle, das heißt übers Telefon, Brief, Walk-ins, Formulare über die Webseite, E-Mail und Echtzeitbuchung über die eigene Website. Und da sehen wir haben jetzt rund 60% aller Buchungen werden direkt generiert. Und was ganz spannend ist, aus meiner Sicht, eben, dass auch die Direktbuchung, Echtzeitbuchung über die Website sehr stark zugenommen hat. Das hat sich mehr als verdoppelt zwischen 2015 und 2022. Oder? Wir sind jetzt bei 2022 auf Schweizer Ebene im Durchschnitt bei 18%. Auch immer noch ganz wichtig, Buchungen über E-Mail, oder? Die sind auch relativ konstant geblieben, auch bei 20%. Also auch sehr wichtig im Kundenkontakt, die E-Mail-Kommunikation, dass auch die auf ganz hohem Niveau ist, schnell kundenfokussiert, denke ich, ganz wichtig. Oder? Was man hier auch sieht, ist die Rolle von Destinationsmarketing-Organisationen oder auch Schweiz Tourismus. Man sieht hier eben also wirklich eine Nischenrolle. Auf der anderen Seite, unten in Orange, sieht man die neuen Intermediäre, vor allem OTAs, wo man sieht, eben, dass die halt sehr stark auch zugenommen haben zwischen 2015 und 2022. Jetzt bei fast 30% aller Buchungen werden über OTAs im Schnitt abgewickelt. Oder? Und das sind einfach Durchschnittszahlen. Also wenn ich dann die Zahlen genau anschaue, in meinem Sample habe ich dann Hotels mit 80, 90% OTA-Anteil oder auch umgekehrt.
solche, die auch fast 100% Direktbuchungen haben. Also eben, es geht um statistische Zahlen her. Dann bin ich bei der falschen Statistik gelandet. Ich wollte eigentlich, glaube ich, zu der hier landen. Da sind wir bei der Altersaufteilung. Also wir sehen auch hier, wir haben jetzt in der Schweiz immer noch sehr viel Direktbuchungen. OTAs, klarer Trend wachsen, das ist, glaube ich, nichts Neues. Und auch da ist dann wieder die Frage, diese Direktbuchungen, wie lange sind diese Kanäle noch wie relevant für mich als Hotel? Also sehen wir auch hier sehr, sehr große Unterschiede, wenn es um die Kommunikation geht, in den verschiedenen Generationen. Was kannst du uns hier, was sind die wichtigsten Merkmale? Eben, das war jetzt nochmals diese Studie in Frankreich, Deutschland und der Schweiz. Eben hier geht es um die Informationsquelle für Reisen und das haben wir jetzt segmentiert nach Altersgruppen. Und man sieht hier jetzt ganz klar, wenn ich jetzt zum Beispiel schaue auf die erste im roten Block hier, soziale Netzwerke, 55% aller potenziellen Reisenden, die weniger als 30 Jahre alt sind, informieren sich auf sozialen Netzwerken. Und dieser Anteil fällt auf unter 10% bei 60 plus. Klar, das war zu erwarten, aber ich meine, man muss sich eben auch überlegen, ja, das sind schlussendlich die unter 30-Jährigen, das sind dann vielleicht unsere zukünftigen Stammgäste. Und ich hatte auch immer das Gefühl, dass da heute noch relativ hoher Anteil an Direktbuchungen eben auch durch die aktuelle Kundschaft sehr stark dominiert ist. Das heißt, man hat schon noch eine Kundschaft, die halt sehr stark auch noch dominiert wird durch 50-Jährige, 60-Jährige, 70-Jährige. Wenn die mal nicht mehr so reisen, dann hat man dann die neuen Generationen und die sind anders unterwegs. Ich denke, das muss man schon auch im Auge behalten. Oder? Also die Tendenzen, die ich sehe, das geht nicht um eine Revolution, es geht um eine Evolution, aber ich denke immer so, und das ist auch ein bisschen die Schwierigkeit, die man hat, oder? Das heißt, man hat verschiedene Kundengruppen mit unterschiedlichen Bedürfnissen, die man ansprechen muss über die Kommunikationskanäle und über die Buchungskanäle. Würdest du sagen heute, dass die neue Generation weniger loyal ist zu ein oder zwei Hotels? Ich meine, ich kenne von meinen Großeltern und von anderen Familienmitgliedern, dass die ältere Generation ging immer zum gleichen Hotel. Die waren Stammgast, die sind reingekommen, die waren zu Hause. Hallo, willkommen, wie immer, alles ist für euch verfügbar. Und ich sehe es selber, es gibt ein paar Hotels, wo ich gerne hingehe, aber ich wechsle auch sehr gerne. Ist das auch ein Verhalten, was man erwarten kann, dass dieses Konzept von Stammgast weniger verstehen wird? Ich denke, es kommt ein bisschen darauf an, auf die Destination. Wenn wir jetzt von alpinen Destinationen sprechen, Winterurlaub, da vermute ich mal schon, da gibt es schon auch eine gewisse Loyalität zur Destination. Vielleicht dann auch nicht unbedingt immer zum Hotel, aber vielleicht zur Region, zur Destination. Bei den städtischen und anderen Destinationen haben wir doch eine relativ mobile junge Generation, die eben auch gerne halt verreist in verschiedene Städte. Hat auch damit zu tun, eben, dass halt auch der Transport heute relativ günstig geworden ist über diese ganzen Low-Cost-Fluggesellschaften oder auch die Busse, Flixbusse und so weiter. Oder? Also ich denke, die Loyalität sicherlich mit den jüngeren Generationen schwieriger geworden. Aber vielleicht eben bei Familien kann es vielleicht anders sein, also je nach Segment auch oder was, die man anziehen will oder wo man sich auch positioniert als Hotel. Und das sind so die Trends, die wir sehen. Das heißt, wir sehen auf der einen Seite immer mehr online, natürlich ganz klar die OTAs mit einer dominierenden Rolle. Wir sehen aber auch eine Veränderung, wenn es um die verschiedenen Altersgruppen geht. Und ich glaube auch da, was heute reflektiert ist, ist die Realität von dem, was messbar ist. Ich denke, dass auch da in den nächsten 5 bis 10 Jahren sich auch wieder wahnsinnig, wahnsinnig viel verändern wird. Also wir schauen es zwar in Altersgruppen an, wenn man diese Psychographic-Aufteilung anschauen würde, dann gibt es auch immer mehr Menschen, die die Technologie in einer anderen Art verwenden. Jetzt haben wir doch eine sehr, sagen wir mal, sich verändernde Technologielandschaft durch, jetzt gerade zum Beispiel künstliche Intelligenz. Ein Aspekt, den ich ganz, ganz spannend finde, wo ich heute im Prinzip als Hotel
auch mit dem großen Aufwand zwar segmentieren kann und mit diesen 200 Gästen, die sich so und so verhalten haben, wenn ich alles gut mache, kann ich schon mit denen kommunizieren. Wir kommen ja aber auch zu einem Punkt, wo ich eigentlich anfangen kann, ein Segment von einer Person zu nutzen. Also diese Hyperpersonalisierung, wo Menschen gar nicht damit umgehen könnten, die KI, die Intelligenz, diese Large Language Models werden langsam in diese Richtung gehen, wo ich viel, viel genauer damit umgehen kann. Wo seht ihr das als relevant? Bin ich da am Rumspinnen oder wird das in 2 Jahren online sein? Ich denke auf jeden Fall in Handy-Umgebung, vor allem wenn man in die Apps redet, es wird schon jahrelang dort eingesetzt. Dass wir die richtigen Hotels angeboten bekommen, ist natürlich ganz klar basiert auf was im Hintergrund die AI basiert auf unserem Buchungsverhalten in der Vergangenheit. Wonach haben wir gesucht? Wo gibt es die höchste Möglichkeit, dass wir es buchen werden? Das wird natürlich als erstes vorgeschlagen. Das Ganze vermischt mit, wie gut sind die Reviews? Liegt es auch in meinem Preisdurchschnitt, was ich als Kunde bereit bin zu akzeptieren? Bin ich eher Schnäppchen? Bin ich eher Money-Value-Kunde? Da ist alles eigentlich schon drin in den Apps. Jetzt ist die Frage, wie wird das sich weiter auf den Individualhotellerie verlegen? Ja, ich denke, bei der Individualhotellerie aus meiner Sicht, ich meine, was immer noch wichtig ist, ist sicherlich eben so ein bisschen die Nachbereitung, der direkte Kontakt über Newsletter, über Post, Stay, Messages, die man schicken kann. Also das heißt, man kann da auch versuchen, eine Beziehung aufzubauen. Und wenn man doch die Message aufgrund der Information zum Kunden oder zur Kundengruppe noch besser maßschneidern kann, oder? Dann hat man auch relevantere Messages, die man bringen kann, die guten Produkte an die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt, oder? Und das sind wahrscheinlich nachher Informationen, die solche Systeme in der Zukunft vermehrt den Hotels auch geben können und vielleicht eben so weit geben können, dass es einfach wird, auch für Hotels das zu machen, oder? Wir haben ja auch immer noch diese ganze Problematik des Personalmangels, man braucht die richtigen Kompetenzen im Betrieb. Und wenn doch da die KI die Leute, die da arbeiten, so unterstützen können, dass es relativ einfach wird, im Prinzip diese Mass-Customization zu machen, denke ich, dass es sicherlich ein großer Schritt ist, auch in Richtung Direktbuchung, oder? Ich habe einen kurzen Kommentar vom Dirk Klein, der sein Feedback zum vorigen Punkt, glaube ich, gemacht hat, dass eben diese Buchungskanäle, E-Mail, Telefon, aus seiner Sicht, denke ich, auch ganz klar noch sehr lange relevant sein wird und auch diese digitalen Workflows dahinter wahnsinnig wichtig sind. Bin ich komplett bei dir, Dirk, und um eine Frage zu beantworten, wir werden das Video online setzen. Dirk wollte wissen, ob die Folien nochmal irgendwo einsehbar sein werden. Wir werden das Video online setzen nach der Session, da kann man sich natürlich anschauen und wenn du die genauen Studien haben willst, dann kann ich dich sicher auch mit Roland in Verbindung setzen, um die zu dir zu bekommen. Das ganz kurz zum Dirk. Zum Punkt, ja, Marco? Ja, wir haben, Dirk hat jetzt gerade auch über E-Mail und Telefon geredet. Heute könnte man die ersten Schritte auch damit mit AI machen. Es gibt Beispiele heute schon von Google, wo man ins Auto sagt, hey, ich möchte ein Restaurant buchen. Und im Hintergrund wird dann der AI-Bot von Google wird das Restaurant anrufen, um dann am Ende des Tages einen Tisch zu reservieren. Das heißt, auch da, wo wir diese Mischung heute haben von Fachkraftmangel, habe ich genügend Leute im Haus, um all diese Sachen abzuwickeln, wird morgen ziemlich sicher, wenn man in einem Hotel anruft, eine schöne, nette Stimme kommen, aber im Hintergrund steht halt keine Person mehr dahinter.
Oder es ist hybrid. Und das heißt, ich habe so die Stimme, die Stimme erkennt, was das, der Wunsch des Gastes ist. Und der Mitarbeitende hat vielleicht dann auch die richtige Information auf seinem Bildschirm und kann den Kunden auch richtig beraten. Und da gibt es, glaube ich, auch Startups in dem Bereich, oder? In diesem ganzen Voice- und KI-Bereich. Also ich kann ja heute im Prinzip als Privatperson, habe ich ja grundsätzlich verschiedenste Funktionen, wo ich im Prinzip Telefone zuerst mal checken lassen kann. Heute ist das noch ganz rudimentär, aber langfristig ist es ganz klar, dass die dann rausfinden, okay, das ist die Post, die anruft, um rauszufinden, ob ich da bin, oder das ist irgendjemand, irgendein nerviger Marketingmensch. Also die Technologie ist ja grundsätzlich schon da. Was da für mich so spannend ist, ich gehe davon aus, dass ich von Booking.com, ich kriege ja heute schon jedes Mal, wo ich bei Booking.com auf eine Seite gehe, kriege ich danach 27 customized E-Mail-Newsletters von denen. Und ich gehe davon aus, das wird ja nur weitergehen. Also das heißt, wenn ich als Konsument meine Wünsche im Prinzip von einem Booking, von einem Airbnb, von einem Expedia, von irgendeiner großen Plattform oder auch Google so antizipiert wird, dass ich im Prinzip, bevor ich mir Gedanken mache zu meinem Sommerurlaub, schon einen perfekten Plan für meinen Sommerurlaub kriege, wieso würde ich dann noch Hotelsuche machen? Wieso würde ich dann noch bei Null anfangen und nach einem Hotel suchen, wenn ich sage, ah ja gut, buch doch das für mich, das tönt genial. Schick's noch meiner Frau, damit sie es auch noch bestätigen kann und dann bitte buchen. Also das ist so ein bisschen, ich treibe es vielleicht ein bisschen weit, ich weiß auch nicht, ob wir da in 2 Jahren schon da sein werden, aber ganz grundsätzlich, die Technologien sind da, sie sind noch ungleich verteilt und auch da wieder die Großen, die mal schnell ein paar Millionen in Research and Development stecken können, werden da die Schnelleren sein. Also wo... Wieder, bin ich da abgehoben? Habe ich da seltsame Ideen oder seid ihr einverstanden, dass das die Realität ist in der näheren Zukunft? Technisch auf jeden Fall. Eine der großen Fragen, die ich heute habe, wir sehen vor allem in der Europäischen Union, alles was Personalisierung ist, alles was Personendaten angeht und so weiter, soll alles extrem geschützt werden. Man soll vorher jeder erklären, was eine Firma da im Hintergrund macht. Mit meinen persönlichen Daten. Aber auf der anderen Seite, fast alle lieben diese Hyperpersonalisierung. Ich bekomme einen Vorschlag, das zu mir passt. Dieser Spieler kennt mich. Er kann mich Sachen anbieten, die ich gerne haben möchte. Und was möchte ich morgen sagen? Okay, ich bekomme einen Vorschlag von Müller, der ist total anonym. Das passt überhaupt nicht zu mir, oder hätte ich lieber doch diese personalisierte Vorschläge? Und da ist für mich ein bisschen die Frage, wie lange wird das dauern, bevor da die Europäische Union oder vielleicht andere Regionen, Amerika sehe ich ein bisschen weniger, die sind sehr stark auf der Entwicklungsseite und ziemlich liberal mit solchen Sachen. Asien ist auch, außer vielleicht China, wo es sehr stark kontrolliert werden soll, ist aber auch eher von ziemlich liberal. Das, was Technologie bieten kann, ist die gute Richtung. Woher werden die Daten kommen? Inwiefern werden die Daten dann geschützt, obwohl wir es eigentlich doch gerne haben wollen? Ja, ich meine, die Daten, die kommen vielleicht auch direkt vom Kunden. Oder was ich halt Google und auch Microsoft, die haben ja auch jetzt schon Tools, wo man die eigene Agenda verbinden kann halt mit solchen Möglichkeiten, oder? Ich meine, wenn jetzt Microsoft oder mein Outlook-Kalender weiß, okay, ich muss jetzt nächsten Wochenende da hinreisen, dann wäre es ja schon fast logisch, wenn ich noch nichts gebucht habe als Hotel, dass ich dann einen Vorschlag kriege, der genau darauf passt, oder? Also die ganze Reiseassistenten, KI-basiert, ich meine, das sind noch Optionen, die da sind. Und man hat das schon immer gesehen, auch jetzt in den letzten 20 Jahren, das einer der wichtigen Punkte aus Kundensicht ist ein bisschen die Convenience, oder? Die Einfachheit. Und das war auch ein bisschen auch die Hürde für die Direktbuchung bei den Hotels, weil wenn ich einfach schon meine Kreditkarten hinterlegt habe bei Booking, ja, dann habe ich in 2 Klicken habe ich das gebucht, oder? Und das ist einfach, kannst du da auf dem Handy machen. Da wird es wahrscheinlich der Kampf sein, also die ganze Usability, Convenience, das ist sicherlich ein bisschen der Nerf de la Guerre auf gut Französisch. Ja, und da muss ich denke, die Datengeschichte ist die eine Sache. Ich glaube, heute, worum wir auch dieses große Problem mit
persönlichen Daten haben, ist, weil die Balance falsch ist und weil die Balance wahrscheinlich noch eine Zeit falsch bleiben wird, aber weil ich als Person keine klare Kontrolle darüber habe und von allen mit Nonsens bombardiert werde. Wenn wir jetzt aber ein Szenario haben, wo wir nicht von Nonsens sprechen, sondern wo ich im Prinzip meine Reiseplanung von ich denke nicht dran und kann es im Prinzip optimiert zugeschickt bekommen, muss nur noch eine Entscheidung auswählen, das, das oder das möchte ich lieber haben, dann nehmt alle meine Daten. Dann nehmt alles, was ihr habt, auch wieder da. Ich pushe es ein bisschen extrem, aber wenn ihr mir 10 Stunden und 3 Diskussionen in der Familie erspart, weil ihr mir genau zuschickt, was ich machen soll und den Itinerary vereinfacht, dann ist es für mich okay, wenn ihr alle meine Daten abspeichert und so lang behaltet, wie ihr möchtet. Nochmal, extrem gesagt, wenn ich da für wirklich einen Mehrwert kriege, dann bin ich da, glaube ich, dass dieses Datensicherheitsding von den Konsumenten relativ schnell wegfallen wird. Dirks Input dazu nochmal, vielen Dank, Dirk, fürs Mitdiskutieren. Ganz klar, das Vertrauen spielt eine Riesenrolle und die Frage ist dann, wer wird dieses Vertrauen aufbauen? Also kann ich als Hotel dieses Vertrauen aufrechterhalten? Habe ich dieses Nahe mit den Menschen? Habe ich diese Direktbuchung, weil sie sich bei mir am wohlsten fühlen und es ist dann einfach deren KI-Assistent, der halt bei mir online bucht und nicht mehr sie persönlich? Das ist ganz klar, bin ich mit dir einverstanden, Dirk? Die Frage ist, wenn ich dieses Vertrauen nicht habe, also wir haben jetzt viel über Erfahrung und Leisure-Erfahrung gesprochen, wie sieht es im Business-Bereich aus? Also wo diese Convenience, glaube ich, noch höher steht, die Erfahrung, das Investment kleiner ist, werde ich da nicht einfach in 2 Jahren sagen, Booking, ich brauche ein Zimmer für diese und diese Nacht dort und dort, Booking gibt mir 2 Optionen. Oder das Siri oder welcher auch immer, Alexa, gibt mir 2 Optionen, sagt, das sind die Vorteile von dem, bitte, was soll ich buchen? Kreditkarte ist hinterlegt, bitte buchen und abgeschlossen. Also auch da wieder, seht ihr da einen Unterschied, wie sich das im Leisure und im Business-Bereich ausbreiten wird? Ja gut, ich meine, der Business-Gast ist ja auch der Leisure-Gast. Ich meine, wir haben ja das eine... Ist dann eine Vermischung, oder? Ich bin ja auch, wenn ich als Dozent unterwegs bin, professionell, bin ich auch immer Tourist. Also von daher bin ich gar nicht sicher, ob es dann diesen großen Unterschied gibt. Klar, jetzt im Businessbereich ist es doch oft noch so, dass noch vielleicht die Buchungen gemacht werden, halt über die Administration und nicht direkt durch den Mensch, der da reist. Aber ich denke, das Vertrauen kann man sicherlich schaffen über verschiedene Maßnahmen. Also für mich geht es sicherlich mal um eine professionelle Kundeninteraktion, schnelle Kundeninteraktion, fokussierte Kundeninteraktion. Das heißt, also irgendwelche Standard-Messages, das ist ein No-Go aus meiner Sicht. Also da kann man sich nicht differenzieren. Und das ist vielleicht auch etwas, was man auch langfristig aufbauen muss. Und das vielleicht vor allem halt im Leisure-Bereich, wo man vielleicht eher noch Stammgäste hat, wo es eben auch wichtig ist, dass man vielleicht eben diesen Kundenkontakt übers Jahr hält. Und weil da ist das Problem ja, ich gehe vielleicht Skifahren einmal pro Jahr, oder das heißt, einmal pro Jahr ein Message, das reicht nicht, um eine Beziehung aufzubauen. Das heißt, die muss man aufbauen, wenn der Gast da ist, aber eben vielleicht diese Beziehung übers Jahr auch irgendwie aufrechterhalten, ohne dass es zu Spam wird, das ist auch die gute Balance zu finden. Aber ich glaube, das ist jetzt ein ideales Beispiel, wo ich im Prinzip mit den absolut heute existierenden Tools als Hotelier ganz praktisch das verbessern kann. Also dieses Standardantworten muss es in der heutigen Welt von einem öffentlich zugänglichen ChatGPT eigentlich nicht mehr geben. Das heißt, rein theoretisch kann ich sagen, ich habe meine fixen Prompts, ich füge in diesem Prompt 3 Details hinzu zum Gast und kopiere die rein. Und die AI kreiert mir jedes Mal eine individuell angepasste Nachricht. Also das heißt, wir müssten eigentlich anfangen, nicht mehr E-Mails zu schreiben, sondern Prompt-Templates zu haben. Also nicht mehr E-Mail-Templates, sondern Prompt-Templates und dann jedes Mal einen angebrachten neuen Text rauszumachen. Das ist doch eigentlich heute schon problemlos umsetzbar. Aber ich vermute mal, die CRM-Systeme, Salesforce, MailChimp, die haben das schon integriert. Also die haben ihre eigenen Chat-GPT-Sachen oder einige Sachen. Also ich denke, das ist sicherlich schon da. Mit dem Vorteil, dass ich noch auch gegebenenfalls die Historie habe, oder? Dass ich schon ein bisschen weiß, was mit dem Gas passiert ist, was da die Interaktion war.
wo ich vielleicht auch aufpassen muss, weil es vielleicht ein Incident gab in der Vergangenheit. Also ich denke, da sehe ich vielleicht das größte Potenzial in CRM-Systemen. Marco, man sieht jetzt, viele der Technologien werden durch umgesetzt von Häusern, von Hoteliers, weil es in den Technologien schon mit drin ist. Wo siehst du da die Bringschuld von uns als Anbieter und wo siehst du die Hohlschuld oder die drauf Bestehschuld von den Hoteliers? Siehst du das gleich wie der Roland, dass das einfach in einem CRM integriert werden müsste oder wo siehst du das? Ja, es kommt ein bisschen zurück auf was mir ein Hotelier aus Rom vor 4-5 Jahren gesagt hat, als wir bei einem Event von einem großen Portal waren. Wir hören sehr oft, dass die Hotels anti-OTAs sind oder nicht extrem begeistert sind, dass die OTAs immer mehr Marktanteil haben. Aber gerade dieser Hotelier hat da gesagt, ich habe mal ausgerechnet, was würde es mir kosten, wenn ich genau die gleiche Technologie für meine Gäste aufbauen sollte, im Vergleich zu alles, was die großen Spieler mir bringen. Und da hat er gesagt, es lohnt sich einfach nicht. Ich musste hier mit Partnern arbeiten, die extern mehr die Leistung bringen können, die meine Gäste haben wollen. Und ich denke, das ist auch heute für alle anderen Technologien, die es gibt, auch in dieser AI-Integration, ist es, denke ich, wichtiger für den Hotelier, sich daran erinnern, was ist sein Geschäft? Sein Geschäft ist es, Köpfchen auf Kissen zu haben, die Gastfreundlichkeit zu schaffen, und für alles andere, eigentlich schon seit Jahren, ist das Geschäft vom Hotelier nicht ITler zu werden, in diesem Fall, genauso wie es nicht das Geschäft vom Hotelier ist, um Metzger zu werden, Bäcker zu werden und so weiter. Das sind für viele Hotels immer noch Sachen, die über externe Partner machen. Da ist dann die Frage, heute gibt es 10, 20 Bäcker in der Region, 10, 20 Metzger in der Region, es gibt x verschiedene andere Provider, und da hat er die Auswahl, wer für ihn der beste Partner ist. Aber es geht so schnell, so extrem schnell heute, dass es mit einem Partner sicherlich die bessere Lösung ist. Aber ich denke, da kommen wir dann auch wieder ein bisschen an die Realität von vielen Häusern. Und ich glaube, vielleicht ist das schon mal ein Ansatz von dem, was Dirk vorhin gesagt hat, klare digitale Prozesse haben in der Kommunikation. Und dann ist natürlich die andere Diskussion, egal wie genial die Funktionalität meines CRMs ist, wenn ich es nicht schaffe, sauber alle Gastdaten in dieses CRM reinzukriegen, dann sind diese Automatismen und Optionen, sagen wir, auch wieder irrelevant. Also ich denke, vielleicht da komme ich wieder auf den Boden der Realität vielleicht zurück und wir sind nicht mehr in der Zukunft. Ich denke, das vielleicht wäre der erste Schritt, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Wo habe ich überhaupt meine Daten? Dass wenn der Kunde dann möchte, dass ich so personalisiert mit ihm kommuniziere, dass ich das dann habe. Das war die Kundenkommunikation. Ich möchte noch ganz kurz, wir kommen so langsam Richtung 40 Minuten, noch ganz kurz die Sprachassistenten, Voice Search. Wir haben in den Statistiken vorhin gesehen, dass ganz viel mobil. Hast du irgendwelche Insights, Roland, heute schon, Trends, wenn es um, sagen wir mal, Interaktion im Bereich Sprach, Voice Assistant geht? Also ich habe jetzt keine Zahlen, die ich jetzt da spontan aufzeigen könnte, aber ist klar, ich meine, der mobile Gast ist mit dem Handy unterwegs und ich sehe es ja auch im Verhalten meiner Kinder, dass man sehr viel geht jetzt heute über Voice, weil einfach man ist nicht mehr bereit, da irgendwie aufs Telefon reinzutippen. Also eben wiederum, Voice ist auch Convenience. Aber man kann es auch nicht mehr machen, oder? Weil man ist ja auch zum Teil irgendwie im Zug unterwegs und will vielleicht auch nicht, dass da alle zuhören. Also ist nach ein bisschen die Privacy, die hier eine Rolle spielt. Aber ich denke, sicherlich ein wichtiger Trend, aber für mich noch schwierig zu sagen, also wie bedeutend das werden wird. Aber ich denke, es ist sicherlich eine gewisse Bedeutung, die stärker werden wird, weil einfach auch die ganzen Spracherkennungssysteme natürlich auch besser werden in der Zukunft. Also dass man da auch sehr viel automatisieren kann.
Also ich denke, das ist sicherlich ein Thema, was man im Auge behalten muss. Ich glaube immer noch sehr stark an, an Sprachassistenten kombiniert mit dem Flatscreen-Fernseher im Haus. Wir sehen es heute bei vielen von diesen IP-Fernsehprovider, dass die auch schon einen Sprachassistenten drauf integriert haben. In der Schweiz haben wir dann mit OK Swisscom oder OK Google, mit anderen oder mit Alexa. Ab dem Moment, wo wir Bild mit Sprache kombinieren werden und das im Wohnraum installieren werden, erwarte ich extrem stark, dass der nächste Schritt sein wird von okay, ich möchte jetzt ein Hotel buchen. Natürlich, es ist bei mir im Haus. Es ist fast so stark wie auf einer Mobile App. Ich bin bekannt, ich bin profiliert, meine Daten werden registriert von meinem Voice Assistant, weil ich wahrscheinlich auch noch meinen Kalender drauf angebunden habe. Und da kann mir persönlich Angeboten machen und das kann ich dann direkt über meinen Fernseher mit meinen Sprachassistenten buchen. Ein bisschen wie man es in den Sci-Fi-Filmen auch sieht, wo man einfach im Raum rumsteht. Dann wird das Bild ja im Leeren auf der Wand gespielt. So weit sind wir noch nicht, aber auf den großen Fernseher, den wir zu Hause haben, ja. Und auch da muss man natürlich sagen, dass diese Technologien, wo du heute mit den meisten Voice Assistants noch sehr spezifische Ausdrücke nutzen musst, sehr spezifisch mit ihnen kommunizieren, dass es funktioniert und sagen wir, die Breite relativ limitiert ist, das ist genau einer dieser Herausforderungen, die mit diesen Large Language Models eigentlich gelöst werden, wo du eigentlich doch sehr natürlich mit so einem Large Language Model kommunizieren kannst. Ich glaube, die ersten Assistants fangen an, diese auch mit zu integrieren. Also ich denke auch, dass wir da einen ganz, ganz starken Trend sehen werden, wo man viel, viel natürlicher mit diesen Voice Assistants kommunizieren kann und viel abstraktere auch Statements machen kann und die einen noch verstehen. Das eine, was ich ganz spannend finde, ich habe auch keine Zahlen dazu, jetzt sicher nicht im Hotelbereich, also alle Hoteliers, die zuschauen, wäre vielleicht mal spannend bei euch, in euren Analytics reinzuschauen, da könnt ihr ja Search-Verhalten, zum Beispiel auf einer Search-Console, könnt ihr ja sehen, wie sind die Leute zu euch gekommen, wie haben die Leute euer Haus gefunden. Und alles, was so über 5, 6 Worte lange Suchen sind, könnt ihr relativ sicher davon ausgehen, dass das eine Voice-Suche war. Also das wäre vielleicht mal so ein interessantes Experiment. Dirk, wenn du noch am Zuhören bist, ich hoffe, dass du mir ein Feedback gibst dazu, wie es bei euch aussieht. Wenn ihr so 5, 6, 10 Worte habt, die gesucht werden, dann ist es fast sicher nicht getippt worden. Also das wäre vielleicht mal noch ein interessantes Spielchen, um zu sehen, wie das in eurem Hotel aussieht. Wir kommen so Richtung Ende unserer Unterhaltung. Wir haben gesehen, was die Realität heute, wie die aussieht, was die Trends sind und haben so ein paar Ideen in den Raum geworfen. Roland, hast du irgendwelche spezifischen Punkte, wo du sagst, Hoteliers, achtet doch auf das, macht mal das, um irgendwo einfach in diese Diskussion reinzukommen, um diese Trends mitzuverfolgen, abgesehen davon natürlich von deinen Studien verfolgen. Ja, für mich die beste Quelle sind doch immer noch der direkte Kontakt mit dem Kunden und zu schauen, okay, wo es knarzt, wo vielleicht neue Bedürfnisse entstehen bei den Kunden. Also ich denke, wenn der Gast im Haus ist, Daten aufnehmen, noch als Antwort zu Dirk vorher, eben, dass die OTAs die Daten behalten wegen CRM. Also ich denke eben, also Daten behalten und dann im direkten Kontakt eben auch immer das Ohr offen halten, um zu schauen, was da vielleicht auch neue Trends sind, wenn man da Signale sieht, dass man auch relativ schnell reagieren kann. Oder ihr habt die Kontrolle über die Gäste, weil die sind bei euch. Da ansetzen, wo ihr die absolute Hoheit habt, wenn der Gast bei euch im Haus ist, das macht ganz, ganz viel Sinn. Marco, aus deiner Sicht noch ein Abschlusswort? Kurzfristig auf Mobile setzen. Ich denke, das ist auch, was die Studien von Roland sehr stark gezeigt hat. Die Generation, die heute 2030 ist, wird morgen weiterhin handybasiert buchen.
Und der Trend Richtung Voice hat angefangen. Also behält das auch im Kopf, schaut, welche Richtung das hingeht und dass ihr mit den richtigen Provider arbeitet, um zu sorgen, dass auch die Individualbuchungen am Ende des Tages Voice gesteuert werden, weil es gibt ja nur 5 Voice-Spieler auf dem Markt zwischen Amazon, Google, Apple und Microsoft. IBM zähle ich nicht mehr dazu. Also das wird noch eine sehr spannende Reise. Also Dirk bestätigt nochmal, Voice, ist er mit dir einverstanden, Voice-Buchungen. Ich denke, es ist auch hier wieder ganz, ganz wichtig, einfach die Trends nicht aus den Augen zu lassen. Ganz klar, tägliches Geschäft, sich mit den Kunden, die bei euch im Haus sind, unterhalten, aber auch schauen, wenn alle meine Kunden, die heute im Haus sind, wahrscheinlich in den nächsten 5 bis 10 Jahren nicht mehr reisen können, dass man vielleicht auch schaut, was gibt es für andere Segmente, wie zuverlässig sind meine Stammgäste auch langfristig und dann einfach diese Trends mitverfolgen und auch schauen, was machen die OTAs, weil die werden es immer ein paar Monate, ein paar Jahre vor euch machen können, wenn es um Technologie geht und auch ganz klar kritisch mit euren Providern sprechen und wenn ihr bestimmte Funktionen habt, die wichtig sind für euch in diesem Bereich, nachfragen und Ansprüche stellen, ist, denke ich, ganz, ganz, ganz wichtig auch dabei. Vielen, vielen Dank für die Unterhaltung. Der nächste Livestream wird im November stattfinden, am 8. November, das ist wieder ein Mittwoch um 10 Uhr. Da gehen wir wieder zurück in die absolute Realität von heute, Conversion Rate. Es geht darum, wie kann ich über meine Buchungsmaske durch Optimierung von Inhalten und anderen Elementen, wie kann ich da bessere Umwandlung kriegen, mehr Gäste, die schon bei mir auf der Buchungsmaske sind, auf der Webseite sind, wirklich dann auch zu buchenden Gästen kriegen. Also komplett Umdrehung vom heutigen Thema, wo wir wirklich weit oder nah in die Zukunft geschaut haben, in die absolute Realität, was kannst du Montagmorgen umsetzen. Das machen wir am 8. November. Vielen, vielen Dank für die Unterhaltung. Danke, Roland. Danke, Marco. Und dann würde ich sagen, tschüss und schönen Tag noch. Okay. Wiedersehen. Tschüss.